Naja, okay. Also ich muss sagen, die, Yeti, die Yeti's haben doch ganz schöne Heal-Points. Und damit erstmal willkommen zu einer weiteren Folge. Let's play Clash of Clans mit mir den Thorsten. Und die haben immerhin 3500 Heal-Points. Und für ein Yeti Smash, so heißt es, glaube ich, heißt das Yeti Smash, je nachdem, womit ihr sie machst, entweder mit Pekka oder mit... Eisgulemps. Ich bin ja im Moment so ein bisschen der Verfechter, beziehungsweise mache das ganz gerne. Ihr seht das hier, meine aktuelle Armee mit den Golems Und da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Ich habe erstmal zwei Sprungen dabei. Ich kann euch aber auch erklären, warum ich eigentlich zwei Sprungen dabei habe. Denn im letzten Klankrieg, also nicht im aktuellen Klankrieg, sondern im letzten Klankrieg, haben wir erstmal 30 zu 27 gewonnen. Der Gegner hat nicht mal angegriffen und der Gegner hätte aber noch gewonnen, äh, gewonnen können tun. Ja, er hätte noch gewinnen können, denn mit 6,67% für einen Dreisteller wären die hier nochmal weitergekommen, beziehungsweise hätten uns geschlagen, aber der Letzte hat. Einfach nicht mehr angegriffen und ähm, nichtsdestotrotz gebührt eigentlich dem Chris hier der Ruhm, denn der hat nun einen Sterner da gelassen, also die anderen Angriffe werdet ihr bei mir in den Livestreams sehen, die werde ich euch nochmal zeigen, aber tatsächlich, der Toto hat hier mal einen drei geholt, der Toto hat mal einen drei geholt, das ist auch super, super selten und ähm, ich gehe mal rein in den Angriff. Denn ich habe mich nochmal umentschieden, hier beziehungsweise kurz vorm Angriff, habe ich mir nochmal gedacht, ihr seht, der Angriff geht auch echt nicht lange, ähm, habe ich mir nochmal gedacht, du nimmst mal keinen Heil mit, weil du hast gar nichts zu heilen in der Clanburg, sondern du nimmst einfach mal einen Zweiten Sprung mit. Du nimmst mal einen zweiten Sprung mit. Also, erstmal, das ist immer mein kleines Problem, dass mir der Funnel ganz gut gelingt. Das heißt also, irgendwo habe ich ja ein Ziel, dass ich in die Base kommen will. Das war in diesem Fall hier unten so ein bisschen. Oh, ich muss noch ein bisschen leiser machen gerade. So passt das. Und zwar ähm, hier am Rathaus konnte ich mir komplett aufmachen mit dem Erdbebenzauber. Und danach, mein erster Sprung geht, geht glaube ich, auf die Kaserne. Und danach noch mal unten auf den X-Bogen, den ich jetzt gerade markiere. Also achtet da kurz mal drauf und ähm, ich ich weiß gar nicht der, der der zweite Wut war nicht gut der Fall, weil ich nicht mehr wusste was lebt da eigentlich noch in der Mitte und ähm, ich muss das so ein bisschen belächeln denn auch den zweiten Sprung habe ich relativ spät geworfen weil ich gesehen habe Alter da sind noch so viele Truppen da und nur noch die kleine Ecke da unten oben sind noch zwei Yetis die machen das Stück für Stück die ganzen äh, Gebäude und die ganzen toten Gebäude da oben und ja da unten ist kaum noch Def da von links läuft immer noch mein Eisgolem mit Pekka jetzt habe ich noch zwei Magier. die setze ich jetzt noch einfach mit dazu dass die ein bisschen mehr Schaden machen und so ging das ja eigentlich gar nicht mal so schlecht durch ähm, in dem Klarkrieg hier meine Queen ist immer noch zündbar ich hätte sie gar nicht zünden brauchen aber so ganz wollte ich dem Gegner jetzt nicht den Pain lassen also den Schmerz lassen dass ich meine Queen hier nicht zünden muss aber ich hätte sie nicht wirklich zünden müssen ist aber egal ich habe noch mal ein paar Truppen mehr im Feld um ich wollte gerade sagen nicht in ein Timefeld zu laufen aber ihr habt's ja gesehen der Angriff ging mal gerade so eine Minute 46 und damit war das der einzige Dreistern hier in dem Clankrieg? Ähm, ja, kann ich ruhig mal mit rumprollen. Toto hat mal ein Dreistern gemacht. Ihr wisst ja das blinde Huhn und so. Macht auch mal ein Korn oder findet auch mal einen Korn. Aber ich denke trotzdem passt mal wieder das Gesamtergebnis. Wir haben noch keinen einzigen. Klankrieg hier nicht mit einer 3 vorne abgeschlossen, also hatten immer 30 Sterne oder mehr. Und dementsprechend führen wir auch. Ähm, da werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich fragen, naja, Toto, ihr führt ja nicht, ihr seid ja nur Zweiter. Ja, aber ich meine, wir haben jetzt in diesem Klankrieg noch ähm, keinen Angriff gemacht oder vielleicht einen, ne? weiß ich gar nicht. Haben wir einen gemacht? Wir haben doch schon einen gemacht, okay. Dann gucken wir uns diesen einen mal an. Das ist der Mac MacMAX. Der MacMAX hier. Der angegriffen hat und der hat hier auch, oh, guck mal, die gleiche Armee, oder nicht die gleiche Armee, aber auch so eine ganz, ganz ähnliche Armee über die beiden Single Infernos. Ja, das ist natürlich ganz schön sportlich, muss ich sagen. Der, die ballern ganz gut was weg. Ähm, Im Moment haben ja viele auch mal wieder ein Single Inferno in der Bay stehen und dementsprechend ist das nicht ganz einfach, auch wenn man sagen kann, die Yetis sind ja auch ein bisschen Mastruppe, also durch die ganzen vielen kleinen Meits. Hauen die natürlich ganz schön Spam hier in, in solche Bases rein, aber auch hier muss so ein bisschen der Funnel klappen, hat aber auch super funktioniert. Und ähm, ihr seht mich heute auch mal, dass ihr seht sonst nie meine Finger im, in, in, in den Videos, aber ich bin heute ja mal wieder auf dem Tablet unterwegs, aber ein bisschen anders. Da werde ich euch die Tage mal ein bisschen zu befragen, ähm, denn ich habe heute mal wieder was probiert, technisch und machen und tun. Ähm, unter anderem habe ich übrigens oben eine, nee, da da oben eine Umfrage am Laufen. Ähm, bezüglich meiner Werbung, ist das eigentlich in Ordnung, dass ich immer so Werbung schalte hier in meinen Videos? Ähm, ich habe da auch so einen kleinen Splin. Ähm, denn ähm, ich habe mir immer so gesagt, äh, Videos so um 10 Minuten haben einmal Werbung, ab 12 Minuten zweimal Werbung. Und wenn sie dann 15, 17, 19 Minuten sind, dann haue ich euch dreimal Werbung. Einfach mal so rein. Ist das in Ordnung oder ist das eher nicht in Ordnung? Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise nicht in die Kommentare, doch vielleicht doch in die Kommentare schreiben. Aber ich wäre froh, wenn ihr oben an der Umfrage einfach teilnehmt, ob die Werbung in Ordnung ist oder nicht. Oder ist mir egal. Es gibt ja auch viele, die ist das egal. Nach vier Sekunden klickst du eh weiter. Aber vielleicht ist er ja mal was für euch dabei. Und ähm, hat aber eigentlich ganz gut gemacht hier. Der Worden lebt noch, okay. Und. Ähm, war aber unser erster Angriff und wir führen hier immer noch mit ähm, vier Sternen, würde ich mal fast sagen, oder so drei Sternen vor dem zweiten. Denn die haben schon etwas mehr angegriffen. Es gibt ja halt so ein, zwei Clans, die greifen gleich zu Beginn ohne Ende an. Und ähm, Aber das ist jetzt auch eher Zufall, dass das passt zu meiner Armee. Also Yeti, Smash, glaube ich, mit den Ice Golems ist im Moment verdammt stark. Ihr habt das ja auch schon bei mir in den Livestreams gesehen oder auch in den, in den Videos, weiß ich gar nicht, aber im Livestream, dass ich damit auch gar nicht mal so schlecht angreife. Und es ist fast immer egal, was für eine Base. Fast immer egal, was für eine Base. Also das Ding ist auf jeden Fall immer ganz gut für, für zwei Sterne und ähm, Warum? Ja, der der Clan TZAV8, die greifen immer unheimlich schnell an. Ähm, ihr seht das, die haben schon acht Angriffe gemacht, also von 15, 7 haben sie auch offen und wir haben jetzt mal gerade so ein. Und wir waren aber jetzt vor dieser Runde hier mit 108 und 68, 68, 68, mit 168 Sternen zu 164 Sternen vorne. Ähm, ja Mal sehen. Wir, wir, wir spielen jetzt aktuell gegen den zweiten und ähm, also den vermeidbar zweiten. Im Moment ist es der dritte. Ja, der hat auch noch nicht so viel angegriffen und müssen aber auch noch gegen den ersten ran im letzten CK. Ich bin echt mal gespannt, was das so wird. Aber ich würde sagen, wir nehmen hier jetzt mal die Horde hier einfach mal zum Farm. Also 5 ähm, Eisgolem, 9 YETIS kann man mal machen. Äh, die kostet auch gar nicht so viel, glaube ich. Die kostet nur 100. Ach nee, 165 wollte ich gerade sagen. Stimmt gar nicht. Das ist meine andere Farmarmee, die etwas günstiger ist. Ich sehe es jetzt gerade, aber ihr seht, ich habe auch einen Boost an. Ich will noch ein bisschen mit dem Account hier farmen. Und deswegen würde ich sagen, stürzen wir uns mal in die Suche rein hier und äh, lassen mal die Lupe los, beziehungsweise ah, mal sehen. Mal was ganz Cooles für uns finden, ähm, denn äh, ich mache Dunkles im Moment mit dem Account hier für den Royal Champion und mache natürlich dadurch auch ein paar Pokale. Das ist nicht, das, das ist eigentlich nicht in meinem Sinne, aber die kobolde kommen später. Ich muss noch 60 Mauer machen und ähm, erstmal machen wir hier so ein 800.000 er drücke ich weg. Ich weiß, der hat aber nur drei, vier für mich an Dunklen. Das ist mir ein bisschen wenig hier oben. Da erwarte ich einfach ein wenig mehr. Und wenn ich ein bisschen mehr meine, dann meine ich eigentlich ein wenig mehr. So einer wie dieser hier. Knapp 7,5. Das ist auf jeden Fall schon mal mehr als 3,4. Und ähm, so eine ähnliche Base, wie ich ja eben auch, ich will nicht sagen eben gemacht habe. Aber ähm, ich habe eine andere Klanburg jetzt. Ah, ah nee, doch, die Klanburg. Die Klanburg ist auch ganz, ganz ähnlich wie die, die ich eben hatte. Hier hinten haben wir allerdings ein... Ein Schleuderer und ähm, hier hinten haben wir den Helden. Ah, das ist ganz, ganz ähnlich, wie ich das eben hatte. Da habe ich ja auch auf der Ecke angegriffen, den Packer genommen. Der macht mir erstmal sofort die, ja, die ähm, royale Champion des Gegners kaputt und macht dann auch ein bisschen mehr da oder zerstört einfach ein bisschen mehr. Jetzt muss ich mal hier mit meinen drei, drei Golems reingehen. 1, 2, 3, 4. Wir haben hier den Erdbebenzauber, den setzen wir mal hier. Mal sehen, wie weit er jetzt reicht. Oh, der reicht nicht ganz. Ich sehe es gerade, der reicht nicht ganz. Eigentlich müsste ich hier jetzt mit, mit dem Sprung weiter rein, oder? Ja, 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 der reicht nicht ganz. Aber vielleicht schafften es meine Truppen doch noch dadurch. Da haben wir jetzt noch den Päcker. Und hier packen die Truppen das in jedem Fall noch. Das ist super. Dann können wir hier springen und da springen. Mal sehen, ob meine Truppen so weit kommen. So schlicht war jetzt mein Funnel gar nicht, sehe ich. Ähm, wir haben es ja auf was ganz, ganz Bestimmtes abgesehen, nämlich auf dunkle Zeug. Aber meine ganzen Mais hat es ganz, ganz schön erwischt. Ich sage immer, meine Maiz, das sind ja gar nicht meine Meits sondern das sind ja erstmal die Yetis und die kleinen Dinger aus den Eimern hinten. Auf dem Rücken kommen dann da raus. So Rathaus, oh, das musste gerade mal, das musste gerade mal die royale Championatin erledigen. Das Rathaus ist auch immer wieder gut dafür. Ähm, ich habe es jetzt gerade noch so ein bisschen gesehen im Nachgang. Ich gucke mal, da ist Pekka. Hier können wir noch ein bisschen was holen. Zweimal Dunkles, oh, da geht sogar noch dreimal Dunkles, oder? Na, wenn das noch kaputt geht, da jawohl, das geht noch kaputt. Das geht nochmal kaputt. Die Queen geht auch nochmal ganz gut durch. Dann kriegen wir das dritte Lager auch noch. Aber was wir nicht mehr kriegen, ist die Clanburg, wa? Ah, schade. Na, ah, schade, schade, schade. Die kriegen wir leider nicht mehr, die Clanburg. Denke ich mal. Äh, nee, passt so. Hm. Ja, dann lassen wir die auch nicht ganz, ganz sterben, würde ich sagen. So. Naja. Naja, das konnte ich in jedem Fall sehen lassen. Mir, mir passiert gerade immer was ganz, ganz Komisches. Ähm, aber wie gesagt, ich ähm, werde noch ein Video zu bringen und da muss ich auch, euch auch nochmal befragen. Vielleicht um eure Meinung oder auch um euer Know-how. Keine Ahnung, ähm, um was es da, ich meine, ich weiß schon, worum es da geht, aber das würde jetzt in den Rahmen hier sprengen. Aber ich glaube, die Armee ist ganz gut, also Yeti Smash. Klappt auch bei mir. Ich bin, äh, ich bin wirklich entzückt, dass das so gut klappt. Und, ähm, oh, ich kann ja auch spenden, der Walküre. Äh, ja, das ist immer sehr leidig. Da musst du den allen Barbaren da auch noch zugeben. Und äh, der kostet dann auch nochmal ein Gem, ist aber nicht so schlimm. Ich mache in jedem Fall im Moment so, so ein bisschen etwas mit dieser Armee. Die kostet nämlich wenig Dunkles. Und die andere Armee, okay, die kostet 1,9. Das ist natürlich ganz schön viel, aber... Ich will ja auch ein bisschen was damit holen. Und das sieht eigentlich ganz, ganz, ganz gut aus. Drei Bauarbeiter noch. Ich habe jetzt noch ein bisschen Boost an. Ich mache jetzt mal noch ein bisschen weiter hier mit dieser Armee hier und auch mit auf diesem Device hier. Aber wie gesagt, ich habe noch so eine kleine technische Hürde zu nehmen. Da müsst ihr mir überhelfen. Die nächsten Tage. Vielleicht kriegen wir es hin. Aber ich würde erst mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Wochenende. Ich freue mich auf jeden Fall auf einige Livestreams. Ich hoffe, ihr euch auch. Der Kanal ist nochmal da verlinkt auf denen wir dann immer live sind und dann habe ich heute auch genug geredet, denn ich bin ganz schön heiser geworden dadurch, aber ist egal, bis dahin, euer Toto, clash.